Hallo, ihr Lieben, meine wundervollen, lieben Seelen. Schön, dass wir uns hier treffen. Und es ist mir ein dringendes Bedürfnis, euch zu sagen, dass ihr wirklich die Seelen seid, die zu mir kommt. Und das finde ich gerade so ganz tief berührend. Ja, ich weiß ja nicht, ob es euch auch so geht, keine Ahnung. Ich bin sehr emotional im Moment. Und ich bin auch sehr im Wandel, nicht nur was meine Gefühlswelt angeht, auch was meine Einstellungen zu gewissen Dingen angeht. Ihr habt vielleicht gemerkt, die letzten 2 Tage haben sich ja doch die Tagesenergien auch ein bisschen verändert. Ich nehme es so, wie es kommt, das wisst ihr, das mache ich schon lange. Und hier habe ich jetzt das Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulze Verlag. Und ich lege mit dem Licht- und Schatten-Lenormand-Karten aus dem Angelina Schulze Verlag alle Informationen zu den Kartendecks, die ich benutze, und zu den Kontaktdaten, wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr in der Infobox, ihr Lieben. Klickt auf den Titel dieses Videos oder auf das Wörtchen mehr und dann öffnet sich unten die Infobox und da auch Show Notes genannt. Und da findet ihr alles, was ihr gerne möchtet. Ansonsten schreibt mir eine Mail. Da ist auch meine Nummer, wie ihr mich über WhatsApp erreichen könnt. Ja, ich lege los. Wir haben heute den 5.5. Es ist Freitag, der 5.5.2023. Wir haben Vollmond und wir haben eine Mondfinsternis heute. Und ja, ich finde es sehr passend, dass ich jetzt Licht- und Schatten-Tarot und Licht- und Schatten-Lenormand-Karten habe. Weil es geht hier wirklich um Licht und Schatten. Es hat sich gestern schon angezeigt in den krassen gegensätzlichen Angeboten, die hier gezeigt wurden. Und lasst uns mal schauen, was möchte uns die geistige Welt denn heute mitteilen? Ich mische immer so lange, bis eine Karte rausfällt oder mindestens eine Karte. Und das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel genauso liegt, wie er liegen soll. Der König der Münzen. Wir haben die 5 der Schwerter, die 6 der Schwerter und wir haben den Ritter der Stäbe. Seht ihr, das ist die Folge. 5 der Schwerter, 6 der Schwerter. Es geht weiter. Man sieht es ganz deutlich. Und wir haben die 10 der Münzen. Und auch hier mische ich, bis eine Karte rausfällt. Und das ist die Schlange, ihr Lieben. Der Blumenstrauß, der Reiter, der Fuchs. Und ich mache direkt weiter. Das ist der Bär, die Lilie und der Berg. Und der Berg, und das ist der Turm. Der Berg ist im Moment, er war lange Zeit die Blockade. Anschließend war er mit dem Kreuz, das Gipfelkreuz, also der Gipfel der Genüsse fällt mir gerade ein. Jetzt ist es das Ziel. Also von den Gefühlen her. Vielleicht ist es beim nächsten Mal wieder anders, aber heute in dieser Legung sehe ich, dass hier oben mit der Fahne auch wirklich diese Karte für das Ziel steht. Und das Ziel der Harmonie, der Stärke, der Schlauheit, das Ziel des Ankommens. Also ich spüre ganz deutlich, es ist auch die letzte Karte. Wir sind hier heute in dieser Vollmondenergie. Und rausgefallen hier ist die Schlange. Und die Schlange schaut auch hier nach unten. Sie schaut und sie ist in Bewegung. Diese Karten, wenn sie bei mir in Schieflage liegen, heißt es immer, dass diese Energie arbeitet. Sie ist in Bewegung. Und der König der Münzen ist auch in Bewegung. Und er hat gesehen, dass er den Kampf aufgeben kann. Dass es überhaupt nichts bringt, hätte ich jetzt gesagt. Es ist ein Kampf, der ist ausgekämpft. So kommt mir rein. Der ist einfach ausgekämpft. Er hat ihn lange Zeit in sich getragen, mit sich getragen.
Und jetzt ist es einfach vorbei. Und mit den sechs der Schwertern, ich habe gesagt, das ist die Folge. Und ja, genau, es ist die Folge. Die sechs der Schwerter ist die Karte. Du kommst aus dem tosenden Gewässer raus und du gehst in das seichte Gewässer. Das tosende Gewässer lässt du hinter dir. Und mit dem Ritter der Stäbe, das ist die feurige Energie. Das ist das Feuer im Herzen auch. Und die Ritter sind die Ungestümen. Wenn die irgendwo reinrauschen, dann sind die erstmal da. Und dann bringen die auch alles durcheinander und jeder sind, oh, guck mal, der Ritter. Und das ist auch die Energie. Hier rauscht jemand in dein Leben rein. Es ist nicht der König der Schwerter, der eigentlich dafür steht. Aber hier merke ich, es ist trotzdem jemand, der ungestümt in dein Leben reinschneit und etwas tut. Oder dir die Möglichkeit gibt, etwas zu tun, weil die Stabkarten sind immer die Macherkarten, sind die Umsetzungskarten. Du hast hier die Möglichkeit, in die Fülle zu gehen. In die materielle Fülle, hätte ich jetzt gesagt. Die 10 ist die höchste Karte. Eine 11 der Münzen gibt es nicht. Mit der 10, der 1 und der 0, ist es aber gleichzeitig auch der Neuanfang. Und es kommt jetzt hier ins Fließen. Die Mäßigkeit. Licht und Schatten fließt. Wir haben hier im Moment wirklich, das ist, ich will nicht sagen, es ist das gegensätzliche Licht und Schatten, sondern es kommt von der Dunkelheit in die Sonnenenergie. Es zeigt sich jetzt und das ist der Wandel. Ja, und die Schlange, die so lange Teil auch von ihm war, vielleicht ist es jemand, den ihr kennt, der verheiratet war, der mit einer Schlange verheiratet war. Dass das sein Kampf war, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich trenne mich und dann kommt er von dem tosenden Gewässer ins leichte Gewässer. Das ist die Geschichte, die mir dazu einfällt. Aber ihr Lieben, es ist eine allgemeine Legung, das kann natürlich bei dir ganz anders sein. Aber diese Schlange, die erkennt jetzt auch, dass da nichts mehr ist. Und wenn überhaupt, dann ist es der starke Bär. Und wenn der Bär sich einmal aufrichtet, sich auf die Schlange stellt, dann hat die ausgeschlängelt. Diese Schlange geht ins Nichts, hier ist nichts drunter. Und dann kommt hier, der Blumenstrauß steht für das Date, für die Einladung. Er steht für, wenn du zum Geburtstag eingeladen bist, nimmst du einen Blumenstrauß mit, für Freude. Du ziehst dich schick an, du ziehst dein buntes Set, es steht für das Bunte, es steht für das Lachen. Ich höre die Kinder lachen, ich höre sie, wie sie da draußen rumtollen. Ich höre bei dieser Karte Freude. Und die wird dir gerade geschickt. Diese Einladung, das ist die zentrale Karte, die ist jetzt unterwegs zu dir. Und man sagt, da wo der Schwanz des Fuchses hinzeigt, steckt die Wahrheit drin. Und das ist der Reiter. Der Reiter, der diese Einladung hier in seinem Gepäck hat. Das ist eine starke Einladung. Das ist eine starke Einladung insofern, dass er hier stark geworden ist. Und dir jetzt sich traut, diese Einladung zu schicken. Es ist aber nicht nur eine Einladung. Ich spüre das ganz deutlich. Wir haben das Geschenk hier dabei. Es steckt mehr drin, als ihr zuerst glaubt. Also, ich habe das Gefühl, dass da, wir haben auch hier zwei Umschläge. Umschlag in Umschlag ist. Du machst den ersten Umschlag auf und dann sagst du, ach, wie schön, der hat mich eingeladen. Da ist aber noch ein zweiter Umschlag. Und werf den Umschlag nicht weg, ohne nochmal reinzuschauen. Da ist noch irgendetwas anderes. Und das, weil er in seine Stärke gekommen ist, in seine Chilligkeit wieder, so wie er sie früher mal hatte. Weil er diese Schlange hier los ist. Und vielleicht ist es ja ein Strauß Lilien, den du bekommst. Denn für ganz viele Leute sind die Lilien die Lieblingsblumen.
Sie stehen für die Harmonie, für die Familie. Vielleicht ist es ein Familienfest. Vielleicht ist es aber auch eine Hochzeit, eine Einladung zur Hochzeit, dass hier eine Familie gegründet wird, vielleicht zur Taufe. Die Lilien stehen für die Familie, für die Sexualität, für die Harmonie. Und du weißt, wenn du diesen Brief bekommst, dass du, ich will nicht sagen, am Ziel bist, aber du siehst das Ziel. Du hast das Gefühl, dass du jetzt dem Ziel ein Quantensprung näher gekommen bist. Hier, das ist kein kleiner Schritt. Und dieser Leuchtturm, der steht hier auf diesem Berg. Und der steht auch mit seinem Licht, was so rundherum geht. Dieses Licht siehst du jetzt, weil du diesen Brief in Händen hältst. Und die Sonne kommt raus. Das ist eine wirklich, auch von den Energien her, sehr, sehr starke Legung, ihr Lieben. Ich mache jetzt gleich die Vollmondlegung. Und ich werde auch dazu diese Karten nehmen, weil sie mit dem Neumond, wo wir mit der Mondfinsternis, wo wir ja vorher vor 2 Wochen die Sonnenfinsternis hatten, wirklich so wunderbar passt. Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören bis zum Schluss. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Habt einen schönen Freitag.